Ein spannendes Wochenende wartet auf die Pferdesportfans. Noch bis Sonntag findet in Breding das Finale des Casino Grand Prix statt. Es ist zugleich das große Comeback von Hugo Simon, der ja verletzungsbedingt mehrere Monate ausgefallen war. Bereits zum vierten Mal geht das Finale des Casino Grand Prix in Breding über die Bühne. 350 Pferde und ihre Reiter sind am Start und zum 25-jährigen Jubiläum des Grand Prix gibt's außerdem ein besonderes Schmankerl. Die Springerlegende Hugo Simon, der vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, ist zwar der Älteste im Starterfeld, steht aber mit seiner Leistung keineswegs hinten an. Im ersten Durchgang gelingt ihm auf Caldato ein fehlerfreier Ritt und auch abseits des selektiven Parcours sorgt Hugo Simon immer für besonders gute Stimmung. Das ist immer gut, wenn der Hugo auf dem Turnier ist, dann ist immer super Stimmung und die Leute freuen sich und es kommt viel Publikum und es hat einfach ein Vorbild für viele und das ist super so. Vorbild ist der Hugo-Nationale auch für den Steirer Mario Bichler, der als einziger gegen den Regen zu kämpfen hatte. Im Steirer-Duell trifft er auf Markus Sauruck. Ja, eh gut. Also wenn die Steirer in der Steiermark gut sind, ist das immer gut. Und Markus ist ein guter Kollege von mir und ich freue mich natürlich für ihn, aber natürlich will ich in erster Linie mal selber vorne stehen. Mit 155 Punkten Vorsprung und einem guten Ritt ist Bichler die Führung am Sonntag aber wohl nicht mehr zu nehmen. Ich habe mein Pferd ein bisschen üben lassen, habe nicht überall zu 1000% unterstützt und er ist aber eigentlich dann immer besser gesprungen und immer besser ins Springen gekommen und ja, ich glaube, dass er für den Sonntag recht gut vorbereitet ist.